Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Raffig nicht LP. Heute mal wieder ein Du-Projekt mit dem guten Steffen. Hallo. Und mir, dem Chris. Und zwar zocken wir A Way Out. Ja, das Besondere an dem Spiel ist ja, dass man das halt auch wirklich online zusammen im Koop zocken kann. Koop-Spiele sind ja doch so ein bisschen rar geworden. Und vor allen Dingen musst es zusammenspielen. Du kannst es nicht mal alleine spielen. Ach, tatsächlich auch, ja? Ja, okay. Du kannst es nicht alleine spielen. Ah, okay, krass. Also ich habe mich wie immer natürlich kaum informiert über dieses Spiel. War halt einfach so, dass Steffen meinte, yo, lass uns das mal machen. Kann man eben zusammenzocken. Und da wir ja sowieso mal wieder ein Duo-Projekt zocken wollten, haben wir das jetzt einfach mal genommen hier. A Way Out. Weißt du was dazu, Steffen? Willst du noch irgendwas erzählen? Jetzt muss ich ehrlich mal überlegen. A Way Out. Mir fällt doch gerade auf Anhieb gar nicht ein. Ich habe dich übrigens eingeladen. Du kannst der Einladung mal gerne schon mal nachkommen. Ich kann nicht ehrlich gesagt sagen, von welchem Studio das jetzt ist. Habe ich gerade nicht im Kopf. Muss ja auf jeden Fall von EA gepublished sein, sonst wäre es ja nicht bei Origin. Aber die Entwickler sind mir jetzt gerade nicht bekannt. Recherche 1 Plus, sage ich nur. Ja, und definitiv. Hier steht definitiv. Tastatur bei dir übrigens, ne? Du wolltest ja mit Controller spielen. Ich würde nicht mit Maus und Tastatur spielen. Ja, und dann mache ich einfach auch mit Tastatur. Ist wahrscheinlich, ich habe mir mal die Steuerung angeguckt, sehr viel reden, viel laufen, viel gucken, viel interagieren. Wahrscheinlich auch Quicktime-Events, weil große, komplizierte Steuerung gibt es in diesem Spiel nicht. Okay, alles klar. Ja, also ich bin wirklich extremst gespannt. Also ich weiß gar nicht überhaupt, wie das läuft. Vermutlich dann jetzt mit Splitscreen. Das wäre sogar mal ziemlich klassisch. Das hat man ja auch eher selten mittlerweile. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Haben auf jeden Fall tierisch Bock, weil das Setting oder das Szenario oder die Thematik ist auf jeden Fall ziemlich cool. Knastgeschichten sind immer geil. Also so wie sich anhört, geht es da darum, irgendwie auszubrechen. Ja. Also so ein bisschen Prison Break-Style. Und Chicora als alter Knasti hat ja schon gute Erfahrungen und kann uns da bestimmt mit seinen Connections rausholen. Mal kicken. Spielzeit ungefähr 6 bis 8 Stunden, wurde gesagt. 6 bis 8 Stunden, okay. Naja, schauen wir mal. Ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz fragen, also halt mich für blöd, aber ist EA nicht auch der Entwickler? Kann sein, muss aber nicht. Dass ein kleiner Entwickler zu EA kommt und sagt, alles klar, wir publishen dein Spiel unter EA, ist aber nicht der Entwickler. Es gibt aber auch Spiele, die sind von EA entwickelt und gepublished. Genau, das wollte ich sagen, ja, das ist ja bei EA auf jeden Fall möglich. Kann sein, weiß ich, hab's jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf. Naja, ich dachte halt, dass das eben auch entwickelt wurde. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt einfach mal schlecht vorbereitet, verzeiht uns das, lass uns einfach zocken. Ich drücke starten. Und oben steht Chris' Name, damit kann ich mich nicht abfreunden. Tut mir leid. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Ja, und wie ihr schon mitbekommen habt, englische Originalsprache und deutsche Untertitel. Da hat das Geld wahrscheinlich gefehlt für die Synchro. Und wir müssen leider so die Charaktere wählen. Ach so, man kann sich das nicht aussuchen. Doch, nein, ich könnte auch rübergehen. Aber du weißt ja mehr als ich, wie die Endcard aussieht. Ja, ich jetzt tatsächlich instinktiv auch so gemacht. Also ich bin dann jetzt einfach mal Vincent Moretti. Der alte Italiener scheinbar. Und Mörder vor allen Dingen. Ah, cool. Genau, lesen wir doch einfach mal kurz vor, was der Vincent Moretti so auf dem Kerbholz hat. Alter 43, das passt schon mal sehr gut. Straftaten, Betrug, Unterschlagung und Mord. Auch das sehr passend. Strafmaß 14 Jahre Haft. Persönlichkeit rational, diszipliniert, zurückhaltend. Ja, du überdenkst die Sachen, bevor du sprichst. Das finde ich schon mal gut. Ja, und die Vorgeschichte. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als es durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Du wolltest das alles gar nicht. Ja, naja, organisiertes Verbrechen ist aber auch interessant. Man hat viele Serien auch schon geguckt, die sich damit beschäftigen und da dachte man sich, ja, komm, gib ihm. Ja. Ja, ich spiele den Leo Caruso, 36, Straftaten, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl, Strafmaß 8 Jahre, ja,
fast gerade mal über die Hälfte von deinem. Davon 6 Monate verbüßt schon. Ja, also muss ich noch weniger sitzen. Persönlichkeit selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Das ist voll mein Ding. Super Ding. Scheiße, und ja. Vorgeschichte. Leo wuchs in einem Waisenhaus auf und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen, um die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade zu biegen. Ja, man merkt so, deiner ist so dieser kluge Kopf, ja, der in dieses organisierte Verbrechen da so reinkam. Und meiner ist der Kleinkriminelle, große, vorlaute, nicht kluge Straßenboy. Ja, definitiv. Der also, so auf der Fresse haut, wenn jemand nicht passt. Genau, also so wie im wahren Leben auch. Ich meine, kennt man ja. Und wenn du bereit bist, kannst du E drücken. E wie, oh, danke, dass du das sagst. E wie Emil. Und gut, das Spiel startet. Das. In 1. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das Geile ist, also irgendwie sind wir wirklich schlecht vorbereitet. Ich habe nicht mal Lautsprecher. Also keine Kopfhörer. Also hoffe ich einfach mal, dass es nicht koppelt. Da ist er, der Splitscreen. So. Nice. Also du, krasser Scheiß. Also du musst jetzt aus dem Bus noch raus, ja? Und ich bin schon im Knast drin gewesen, ja? Ach, das ist ja wirklich krass sogar. So richtig in unterschiedlichen Locations und so. Das ist ja heftig. Also das wird sowieso jetzt spannend, das zu Let's Playen wahrscheinlich auch. Was ist denn, wenn ich jetzt Escape eigentlich drücke? Dann ist auch bei dir ein Menü zu sehen? Ja, nein? Nee. So, das Lustige ist, guck mal, ich kann dir schon zugucken. Wenn du jetzt gleich hier durch den Gang gehst, kannst du mich oben schon sehen. Das ist ja voll geil. Das ist ja wirklich nice gemacht. Achso, guck mal, ich kann ja ans Gitter rangehen. Und gucken. Das Leben hinterfragen, so siehst du gerade aus. Da seh ich dich, komm. Da oben häng ich. Ja, da oben steht er. Aber macht schon ihr Baden. Geiler, das schön. Das ist die Frage, kennen wir uns schon? Ich glaube nicht. Ich glaube beide nicht. Wir werden uns wahrscheinlich durch irgendeine Schlägerei oder irgendeinen Streit hier kennenlernen. Jetzt kann ich hier mit dem Typen reden. Hey, are you okay? What do you want? Es ist auch allerdings schwierig zu folgen, ne? Wenn wir 2 Storystränge haben. Okay. Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. I fuck them up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Okay. Bisschen also, weird aus, der Typ. Wie es halt im Knast so ist, ne? Man muss hart sein, keine Gefühle zeigen. Oh, ich bin jetzt schon reingegangen übrigens, wie du siehst. Vom Innenhof. Das ist wirklich schwer. Wir müssen uns da, glaube ich, koordinieren, dass du, dass wir schon sagen, quatsch erstmal du den an, weißt du? Dann machen wir. Also ich, ja. Oh my god, man, this place is bad. It's really, really bad. I don't know. I can't survive in here. I don't belong in here, man.
Das wird schon. Hey, I'm sure you'll be fine. You don't get it, man. We're fucked in here. Just try to calm down, okay? Worrying about it won't make it easier. I know. I just can't help it. Ja, so ein bisschen so, so ein bisschen Eindrücke holen, so ist das jetzt, ja? So, ich schlafe mal mit meinem jetzt hier. Dude, that fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I guess you're right, but people fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Achso, wie wähle ich das jetzt aus? Einfach mit der Laufrichtung sozusagen und dann Achso, dann laufe ich dahin einfach? Nee, also du musst halt mit den WASD-Tasten. Achso, ah, okay. You're not on a vacation. This is a fucking prison. Look, dude, I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax, I'm just trying to toughen you up. Oh, man, I'm not the tough type. No shit. Ja, stimmt, in dem Intro stand ja drin, dass er ja schon 6 Monate verbüßt hat. Also ich sitze schon ein halbes Jahr. Ich kenne das ja alles und für dich ist das noch recht neu. Ja. Get in there. Ja, Knast. Ich stell mir das manchmal tatsächlich vor, wie das so wäre, jetzt auch im echten Leben in den Knast zu müssen. Ey. Reu dich. Einfach reu dich. Ich will also, echt nicht tauschen. Ich laber mal hier schon mal mit dem Nächsten. Mach mal. Hey, having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Meine auch, würde ich sagen. Finde ich gut. Really? Mine too. So you got beat up and robbed as well. Twice. For breakfast. Of course not. Who do you take me for? Oh, ich mag den Akzent, ne? Definitiv, also dein Charakter ist schon ziemlich nice. So, du musst dich ja anmelden, oder was? Ja, ja. Dann unterschreiben wir doch mal. Ja, ich möchte in den Knast. Ja, bitte. Dann stell mal vor, jetzt draufgeschrieben, unschuldig, oh klar, da ist die Physical Game. Genau. So, dann laber ich mal hier mit meinem Wärter hier. Also, ich suche mich erstmal. Ich darf rein. Das ist äußerst gründliche Wesen auf jeden Fall von meinem Knastgang hier. Definitiv, ja. So läuft es. Da oben läufst du, oder? Ja. Da. Cool. Warte, kann ich mich hier wieder anlehnen an die Knastgitter? Das wird ja. Du bist so der Anlehntyp. So, hier sind irgendwelche Zeitungen und Flyer. Nö. Zellblock B. Was haben wir denn hier schöne? Privilegien. Du bist berechtigt dazu. Essen, Unterkunft, also, Kleidung. Du bekommst halt Essen, Unterkunft, Sachen und medizinische Versorgung. Medizinische Versorgung. Was steht darunter? Anything else? Anything else you get is a privilege. Also alles andere darüber hinaus ist ein Privileg, was du dir verdienen musst. Okay. Hier sind Welcome to your new home. Hier sind Zeitungsartikel, City Headline, New Warden. Also hier gibt es einen neuen Leiter. Tougher Punishments for Hardened Criminals, also härtere Bestrafung für Kriminelle. So, ich gehe auch mal durch die Tür hier. Hey, Guard. Ich werde mit der Wärme ausziehen. Zieh dich mal aus, da können wir dir ja zugucken. Sure, er klatscht schon. Also ich hätte es nicht gedacht, auch wenn es, wie gesagt, noch ein bisschen ungewohnt ist, gerade Let's Play-technisch, aber ich finde es mega interessant gerade. Also ich hab Bock. Das ist eine coole Idee. Ich weiß, Alter, ist ja wirklich Naksch. Naksch. Ich hab sein Piepern gesehen. Oh, jetzt wird er erstmal abgespielt, wie man es kennt. Yo, Digga. Oh, müssen wir das Video hier ab 18 eigentlich machen? Ich frage mich, ob man hier Sachen so suchen kann und dann Sachen, Situationen anders enden, wenn ich die gefunden habe. Oh, fuck. Ich werde angegriffen. You two, break it up, now. Harvey sends his regards. Fuck you and him. Aha. Während ich mich hier durchschlage, spielt Chikora das Lass meinen Arsch im Mondschein schimmern spielen. Ja, oh Mann. Wie schön der glänzt, Alter. Oh, guck mal jetzt hier. So macht man das. Ich meine, du hast scheinbar schon ein bisschen Struggle hier mit ein paar Leuten. Oh, da ist er, der New Warden. Das ist ja auf der Zeitung. Mhm. Der wird bestimmt nicht nett sein, habe ich das Gefühl. My name is Williams and this is my prison. Any questions? Guck mal, ich kann hier interagieren, ne? When are we allowed visitors in here? Ugh!
Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Okay, also er hält, was er verspricht. Es bleibt oder es ist tough. Ah ja. Ich frage mich, ich gehe jetzt in meine Zelle wahrscheinlich, ja? Und du auch in deine, sodass wir jetzt parallel ankommen werden. Come on, get up the stairs. What's up with you? Meditation, man. Ich meditiere da. It'll set you free. Halt nur wenig Fall. Achso, ich muss weiter. Free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you. Guck mal, treffen wir uns jetzt. Ich bin rechts. Let's go. Get in your cell. Nah, not my thing. Get dressed. Good luck with your freedom in there. Peace, man. So, ich glaube, meine Zelle ist unweit von deiner. Ja, die sind wahrscheinlich Zellen, hey, Leo, vielleicht sogar Zellenbuddies. Ja, neuer Nachbar, sagt mir der Kollege hier. Who is it? I don't know, man. Some white guy. Irgendein Weißer. Gute Beschreibung. Ja. Das muss mir auch ein Schwarzer sagen, dass es irgendein Weißer ist. So. Ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde scheißen. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy. Do it. Just do it. Zelle 48, Junge. So, jetzt sind wir Nachbarn. Jetzt schieben wir uns gegenseitig hier so ein Rohr mit einem mit zwei Dosen rüber. Also so ein Draht mit zwei Dosen. Und dann können wir quatschen. Auf jeden Fall. Nicht, dass ich mit dir reden wollen würde, aber ja. Ah, nee, die machen es einfacher. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. Du guckst zu? Ich glaube nämlich nicht, dass du das bist. Nee, das würde mich sehr wundern. Interessante Punkte in deiner Nähe finden. Rechte Maustaste. Okay. Was haben wir hier noch? Da ist eine Bank. Nee, das bist nicht du. Da haben wir noch einen Punkt. Wo sitzt du? Bist du überhaupt auf meinem Ding? Ich bin der Punkt. Ich bin weiter unten. Hier, siehst du das? Dieser Punkt, der sich da bewegt. Auf meiner Seite. Hier unter mir. Nee. Da, doch, du bist ja hier. Der da, genau. Genau. Kann ich mit dem interagieren? Kommt man da runter? Na, ich quatsch jetzt erstmal mit ihm check hier. Was er jetzt möchte. You okay? No. Not okay. Ich glaube, du kannst dich auch bewegen, ne? Ja, ja. Aber ich chill gerade. You're lucky. I wish I couldn't sleep. What? Think about it. Half the time someone gets killed, it's in their sleep. Yeah, guess that's true. Like I said, you're the lucky one. I never thought about it that way. Hast du gehört? Schlaflosigkeit ist gut, weil 50% der Todesfälle passieren im Schlaf. Ja, definitiv. Das hat auch ein bisschen was von Heavy Rain, ich weiß auch nicht warum. Übrigens, da habe ich nochmal nachgeguckt, Hazelight Studios heißen die Entwickler. Sind mir jetzt... Ja, vor allem... Also sind mir nicht bekannt jetzt irgendwo ja, anders. Ja, nee, auch nicht, aber das haben wir ja mehrmals am Anfang sogar gesehen jetzt auch. Gar nicht so viel achtet, ja. Nee, Hazelight hat auch noch nie gehört. Hey, you calling me a cheater? What if I did? He's right, you are always winning. Are you cheating? Of course not. It's skills. If I were you, I'd check the dice. I might just do that. Jetzt gibt es eine fette Schlägerei, weil die alle bescheißen. Oh, jetzt Shikora regelt. Is something going on here? Yeah, so get the fuck out of here. Hey, you don't have to yell, man. I'm not deaf. Also. Ach, guck mal, ich habe eine Aufgabe. Ich soll zum Basketballfeld gehen, ne? Okay. Da treffen wir uns wahrscheinlich auch bald. Guck mal, ich trainiere einfach ein bisschen, während du da noch mit den Leuten redest. Let's get that pump. Okay, hinsetzen wollte ich mich jetzt natürlich nicht. Genau, pump mal, geil. Hear what? A voice. There's a voice. You can't hear it. Was sagt sie, die Stimme?
What's the boy say? I can't really make it out. Can you hear this voice? Go see a doctor. Well, yes, I can hear that voice. Good. Alter, ich hack mir übelst seine ab gerade. 16! Ich schaff die 20 noch. Geil, Alter. Nett, ich liebe so eine kleine Spielereien. Dann werde ich jetzt auch mal ein bisschen was machen hier. Für die Muckis. Oh, das hört man bestimmt auf dem Mikrofon. Ist doch wurscht. Man muss hören, wie wir uns anstrengen. Ich schaff die 20 noch. Ich mach dich kalt. Alter, nice. Oh Gott, mir platzt gleich die Adern am Hals. Wir müssen pumpen. Ein noch. Ja, nee, das ist ja, ja, nee. Auch wesentlich schwieriger. Liegestütze eigentlich schon, Klimmzüge. Ich bin anstrengender als der Sport selbst. Also ich habe 23 gemacht, wenn ich mich nicht richtig verzählt habe. Naja, Tipps, ja. Ja, willst du mir jetzt, warte mal, mein Kollege. Ich habe hier auch eine Klimmzugstange, also. Ich mach dich fertig. Es ist so geil, dich zu sehen. Mega nice. Ey, ist krass. Ich mach dich fertig. Scheiße, du. Das geht bei dir scheinbar wirklich viel krasser. Ich mach dich fertig, Alter. Ich drück wirklich schon mega schnell. Und ich bin auch eigentlich gut da drin. Aber irgendwie. Ich mach dich kalt. Ey, gibt's gar nicht. Hat's ja übelst schnell aufgeholt. Geil. Ich mach dich alle. Na, schaffst du 16, du Lurch? Oh Gott. Oh nein, ich schaff nicht mehr. Komm. Nee, Alter. Nee, das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Ja, 16, du Lump. Was? Du hast 16 geschafft? Don't mess with me, Alter. 16. Oh, da kommst du nicht krass. Hin. Willst du noch Liegestütze-Challenge machen? Oder? Ah, das machen die. Na, bumsen die hier? Oder was machen die? Oder hat er sich verschluckt? Ja, Leute, was ist das denn? What the hell are these guys up to? Was ist da denn los, Sophie? Ich weiß es nicht. Oh, er hat ihn ausgeknackst. Ja, ich schaff keine 16, ey. Krass, geht nicht. Guck mal, die sonnen sich hier. Er chillt hier auch. So, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich muss zum Basketballfeld runter. Tja, Chris. Das war eine Einheit, ey. Was will man von so einem Banker erwarten? Hey. Oh Gott, jetzt werde ich angegriffen. Let me go! There you are. Das ist ja vom Anfang. Time to play. Fuck. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Ich frag mich, was ihm das Geld bringt im Knast. Ja, brauchst du auch Geld. So, wann hilfst du mir jetzt endlich, Chris? Na, erstmal zugucken. Oh. Get in there, new fish. Hey, what the hell? What are you doing? Come on. Go, Dragon Man, kill him. Huh? Take him down. Come on, motherfucker. Was ist ein G? Ach, linke Maustaste, okay. Tja, schon wurde Chris niedergemacht. Ja, ich hab mich gerade auf das G konzentriert. Mhm. Ja, man muss auch dazu sagen, dass Tastatur halt nicht mehr eine übliche Spieldings ist. Ach, jetzt bin ich ja dran. Ja, ja. Gott, ja, ich war überfordert. Hau ihm auf die... Tritt ihn! Schlag ihn! Schön Quick-Time-Events.
Ja, schlagen sie mal links, ja, und blocken rechts. So, jetzt bin ich wieder am Stissel. Ist ja echt cool, ey. Konter, schlagen, schlagen. Schöner Bitch Slap. Bitch Slap. Oh, jetzt Teamwork. Hey, Bro. Oh, der Banker, der packt ganz schön was aus hier, ja? Schick ihn zu mir. Nein, falsche Taste. Nein, schon wieder falsche Taste. Ich hab dann doch die richtige Taste gedrückt. Oh, jetzt kommen die Wärter. Haben sich die schöne Packung geholt, ja? Vermöbelt. Ja, ja. Wir haben aber nicht angefangen. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You, keep moving. Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Was meinst du, die Szene im Flugzeug schon das Ende des Spiels ist? Ich glaube, dass das wahrscheinlich so irgendwas ganz weit hinten ist, ja. Irgendeine Schlüsselszene. Here you go. Mmm, yummy. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah. Der fällt mir ein, ich hab noch Erbsensuppe im Kühlschrank. Von gestern. Erbsensuppe. Ich weiß nicht, an welchen Schauspieler der mich erinnert hier, dein Typ da. Ja, mich auch, tatsächlich, ja. Wobei alle Bede mich an irgendeinen Schauspieler erinnern. So, ich würde ehrlich gesagt sogar sagen, dass wir hier einen guten Break machen könnten, oder? Was sagst du? Definitiv, ja. Also wir haben jetzt erstmal schon mal einen guten Eindruck bekommen hier, wie das Spiel so funktioniert. Ich finde es ganz cool, definitiv. Ist mal was anderes. Und auch diese Split-Screen-Lösung haben sie bis jetzt ganz gut gelöst, finde ich. Auch, dass man wirklich zusammen Cutscenes hat und sich dann so abwechselt. Also finde ich echt cool. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie wir denn am Ende Buddies wären und Best Buddies, einfach weitergeht. Ja, sehe ich auch so. Bevor wir allerdings den Part beenden, möchte ich nochmal ein ganz, ganz großes Danke an den guten alten Kiwi, der also den Zuschauern gut bekannt ist, richten, der diesen wunderschönen Endcard-Song gemacht hat, der gleich im Anschluss zu hören ist. Zwar im Hintergrund, aber den hat Kiwi extra für uns gemacht, für dieses wunderschöne Spiel. Und da wollte ich nochmal großes Danke sagen. Ja, von mir natürlich auch. Danke, Kiwi. Und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschaußen. Hey Chris, was hast du vor, wenn der Part vorbei ist? Ich weiß nicht. Vielleicht den Part nochmal von vorn gucken? Den Part nochmal von vorn? Warum abonnierst du nicht und guckst den nächsten Part bei Release? Ja, das könnte man natürlich machen, wenn man will. Aber ich gucke es einfach nochmal. Soll das heißen, also kein Abo? Das habe ich nicht gesagt.